Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch eine kleine Runde drehen mit dem Cadillac Seville STS. Ja, das ist das Auto von der lieben Xialin. Habt ihr letztens auch in Scrap Mechanic vielleicht gesehen. Den habe ich ja nachgebaut und heute möchte ich euch zeigen, was der kleine, in Anführungszeichen, so kann. Wie er so aussieht, wie alt er ist, wie er so klingt. So sieht er übrigens von hinten aus. Oh. Schön kleines, kleines. Heute ist wenigstens gutes Wetter. Und dann kann man den wenigstens mal so endlich ein bisschen mal zeigen. Und ja, ich würde sagen, jetzt habt ihr mal von außen gesehen. Schön, oder? Ja, das ist eine tolle Lady. Perfektes Auto für die kleine Xialin. Großes Auto. Ja, setzen wir uns mal rein. So, und da sind wir auch schon im Innenraum des schönen Cadillac Seville STS. Man sieht hier wunderschön Holz, schön glänzend. Auch der Schaltknauf ist aus Holz, hier ist Holz. Dann haben wir ein schönes Bose CD-Radio mit 6-fach CD-Wechsler. Dann die Sitze haben Sitzheizung, sowohl vorn und hinten. Dann haben wir eine schöne 3-Zonen-Klimaanlage, die wirklich echt heftig ist. Dann haben wir auch hier einen schönen Spiegel, der auch automatisch abblendet und uns immer anzeigt, wo wir gerade in welche Himmelsrichtung wir fahren. Dann die Seitenspiegel sind auch abblendend und in der Memory-Funktion mit drin. Ja, genau. Was haben wir noch? Ja, viele, viele Spielereien, elektrische Spielereien. Memory-Funktion finde ich zum Beispiel ganz toll. Dann, was auch richtig klasse ist, ist das Bordcomputer, der uns wirklich alles erzählt über Verbrauch, aktuell Durchschnittsverbrauch. Momentan sind es 13 Liter wegen dem Sprintspurt vorhin. Das, was ihr ja jetzt dann demnächst auch sehen werdet. Dann aktueller Verbrauch, wie viel Sprit wir verbraucht haben zur letzten Resettung. Das kann man zum Beispiel resetten, dann war vorhin tanken gewesen. Dann Kilometerstand, halt alles schöne digital. Und das Tolle ist, er kann einem auch alles erzählen über Fehler, die Funktionen, wie zum Beispiel, wenn das Fahrwerk gewartet werden muss, wenn ein ABS-Sensor kaputt ist. Also der erzählt einem echt alles. Wirklich sehr toll. Und ich mag auch die Memory-Funktion. Die speichert Lenkrad, wie zum Beispiel das hier, das elektrisch ist. Die Sitzeinstellungen, Spiegeleinstellungen, Radio stellt er ein, Klimaanlage. Also das ist alles im Schlüssel gespeichert. Es gibt zwei Schlüssel. Ich habe zum Beispiel die 1, Xialin hat die Nummer 2. Und wenn man dann da irgendwas dann umstellt oder speichert, dann merkt er sich das und stellt alles wunderschön ein. Ja, dann zeige ich euch mal den schönen Motor. Ganz wichtig. Den wunderschönen Motor. Ja, ein Northstar 32 Ventile V8. Ein wunderschöner Motor. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Der hat Sachen, die ja, die heutige Autos nicht haben. Sieht natürlich da drin etwas älter aus. Nicht so kompakt wie heute. Und 4,7 Liter Maschine. Geht aber echt gut. Ja, da ist Kraft dahinter. Ich liebe dieses Auto, der Sound ist einfach so mega. Ja, schönes Auto, oder? Was meint ihr? Mal hinten zeigen. Er hat übrigens Lichtsensor, Regensensor, sprich er erkennt selber, wann es dunkel ist. So sieht es von hinten aus. Yeah. Coole Sache. Lass uns eine Runde fahren.
Ja, wieder zurück. Mir sind noch ein paar Sachen eingefallen während der Fahrt. Er hat übrigens auch ein schönes Schiebedach, auch elektrisch. Immer ein bisschen ätzend, wenn die Parameter nicht mehr stimmen. Da muss man immer ein bisschen rumfummeln, aber eigentlich nicht so schlimm. Ja, was gibt's noch? Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr mal das Auto von der lieben Xialin gesehen? Also hinten hat man übrigens auch sehr viel Platz. Wirklich hier mega Platz. Da ist die Klimaanlage für hinten. Ja, ein wirklich sehr tolles Auto, das uns schon sehr lange begleitet. Über 120.000 Kilometer sind wir jetzt damit schon gefahren. Und ja, lediglich der, was war bisher kaputt? Einmal die Wasserpumpe, die haben wir mal ausgetauscht. War jetzt nicht so schlimm. Einmal die Servopumpe. Und was war es noch? Ja, Stoßdämpfer waren mal, aber das ist meistens alles so ein bisschen Verschleiß. Also wirklich nichts Schlimmes. Das Wichtigste ist, dass der Motor läuft und der macht echt keine Mucken. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr angenehmes Auto. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinstellen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao!